Ich habe mich beworben, indem ich einfach angeklopft habe bei der Lauscher Lounge, das Hörspielstudio. Und der Oliver Rohrbeck hat mir dann die Chance gegeben, ja. Irgendwann hat er mich angerufen und ich hatte hatte eine kleine Rolle für ein Hörspiel. Und das habe ich dann gemacht und dann lese ich auf einmal, dass dieses Hörspiel einen Auftritt hat in der Lauscher Lounge. Und zack, hatte ich dann gleich einen Auftritt mit diesem Hörspiel. Und das war natürlich grandios, weil das dann noch auf der Bühne irgendwie darzubringen und der Saal halt brechend voll. Also fantastisch, das war wirklich, ja, großartig. Und dann habe ich gleich noch 2, 3 weitere Rollen in diesem Hörspiel übernommen. Und eine alte Frau und noch irgendwie ein Zeitungsjungen. Und, also fantastisch, ja. Und dann habe ich... hat er mich mal für ein Hörbuch ins Casting genommen und das eingeschickt und das war meine erste Reihe. Sexy Fantasy. Die Drachen. Ja, und dann bin ich hier gelandet. Dann bin ich hier gecastet worden für die McLeod Brothers. Genau. Erotik-Krimi. Mal sehen, was als nächstes kommt. Ich habe als Teenager bin ich nach Hessen gezogen, von Osnabrück aus, und dort habe ich angefangen im Programmkino zu arbeiten, im Kino Traumstern. Mit 16 und da Karten abgerissen und viele Filme geguckt und ganz geringer Stundenlohn. Ich bin mit so einem kleinen Programmkino, ist echt traurig, wenn da 1, 2 Vorstellungen am Tag ausfallen. Aber das hat mir den Weg in so ein bisschen schon geebnet in viele Sachen. Ich fahre ja auch viel auf Festivals und mache Jurys in den letzten Jahren. Also das ist natürlich großartig, dass man sowas machen kann. Es war schon vorher eigentlich klar, aber dann dort hat es sich noch mehr gefestigt, dass ich natürlich Schauspielerin werden muss. Und habe dann kurz am Salzburger Landestheater als Regieassistentin gearbeitet, also ganz kurz eine Produktion. Und von da aus habe ich die Aufnahmeprüfung, wie man in Österreich sagt, Aufnahmeprüfung in Österreich gemacht. Und die dritte war in Wien und die haben mich dann genommen. Es war die gleiche Schule wie meine Schauspiellehrerin zu der Zeit da von Osnabrück. Und dann war es einfach der Traum erstmal erfüllt. Nichts hebt die Stimmung mehr an als eine spontane Rundumerneuerung, Chica. Ein bisschen magisches Augenengel, ein Tupfer Abdeckcreme, ein bisschen Grundierung, ein Hauch von Rouge. Ich interessiere mich nicht für Müller. Und ich will auch nicht, dass er sich für mich interessiert. Es gibt keinen Grund, ausgerechnet heute einen Wirbel um mein Äußeres zu veranstalten. Tonia quittierte das mit einem kühlen Blick. 7, 8 Stunden Lesen am Tag ist einfach hart, finde ich. Also ich bin auch beim jetzt 4., 6. Buch noch nicht so ein alter Hase geworden oder dran gewöhnt. Die Komplexität einfach von diesem Buch und vom letzten. Also das ist ja ein Erotik-Krimi und die haben verschiedene Charaktere, viele Charaktere. Viele vom ersten Buch sind jetzt beim zweiten noch dabei. Ich habe jetzt 30 Stimmen im Kopf. Letztes Jahr war sehr gut, da habe ich einen 30-minütigen Film gedreht und dann noch einen Tatort. Eine Prostituierte gespielt habe, das war natürlich ein Geschenk, weil genauso, deshalb wird man Schauspielerin, finde ich, um mal sowas zu spielen, wo man völlig entstellt wird, in Anführungszeichen. Ja. Es ist für mich persönlich das Größte, ich saß mit 9 Jahren zum ersten Mal auf dem Pferd und ich habe ein eigenes und ich gehe ausreiten in den Wald und fliege über die Felder und galoppiere durch Wälder. Das ist meine Entspannung. Glück der Erde. Und so weiter. Ja, ist das Größte. Synchronsprechen war, glaube ich, schon vor 10, 15, 20 Jahren noch ein bisschen verpönt. Also ich habe das ein bisschen unter Kollegen gemerkt, gesagt, ja, ich versuche jetzt mal synchron und mach mal und habe irgendwie Lust dazu und habe das ein bisschen gelernt. Ach ja, weiß nicht. Und so meinst du eigentlich, also war irgendwie nicht so angesehen. Auch, dass man auf Werbecastings ging. Ich ging einmal im Monat auf ein Werbecasting, oder gehe ich heute noch. Waschmittel, keine Ahnung. Meistens kriege ich es nicht, aber 2 Werbungen habe ich schon gemacht. Also das lehnt heute keiner mehr ab. Das Geld ist auch völlig egal, für was man da steht, ja. Und sieht man auch immer mehr Stars in der Werbung, hat sich sehr verändert die letzten 20 Jahre. Was ich beim Synchronsprechen wirklich, wirklich sehr schade finde, ist, man sitzt im Kino, man liest den Abspann. Je kleiner der Film, desto weniger hat man irgendwas gehört oder gesehen von einem Synchronsprecher. Man wird oft verrissen. Warum? Das ist echt eine harte Arbeit. Also auch gerade die Synchronregisseure, die das Dialogbuch noch schreiben und an der Übersetzung vielleicht mitarbeiten und dann noch die Synchronregie machen und vielleicht noch selber die Hauptrolle sprechen. Ich weiß nicht. Also es ist auch immer weniger Zeit. Vor 10 Jahren hatte ich nicht doppelt so viel Zeit, aber mehr Zeit als jetzt, wenn ich eine Rolle spreche. Zack, zack, schnell, schnell. Aber es soll trotzdem sehr gut werden. Das mit dem Abspann ist... das Schlimmste, ja.
also meine Eltern sind immer da, wenn ich irgendwo auftrete oder irgendwo was mache oder lese. Ich habe auch nie irgendwas in den Weg gestellt bekommen von denen, dass ich irgendwie in die Richtung gehe mit Schauspiel, mit dem Ganzen. Ich meine, ich glaube, sie beten jeden Tag, dass ich davon leben kann. Aber ja, mein Bruder wäre es auch, der wohnt nur nicht hier. Und Freunde und Freundinnen, doch, das ist schon eine große Unterstützung, ja. Und es, die, die eben nicht hier wohnen, denen schicke ich halt das Hörbuch oder das Hörspiel zu. Oder sie müssen sich's runterladen.